Ja, servus beieinander zu einem weiteren Video. Heute nochmal intuitives Malen, easy, locker, einfach. Und für die, die mich noch nicht kennen, hi, ich bin Karin, ich bin hochsensibel und ich lebe seit über 20 Jahren alkohol- und drogenfrei. Und auf meinem Kanal geht es um Kunst und Therapie, um Leichtigkeit, ja, im Alltag für, natürlich jetzt mittlerweile speziell für hochsensible Frauen. Und hier, du siehst dieses intuitive, simple, einfache Malen. Du brauchst wirklich nicht viel dafür. Das sind zwei alte Leinwände, die ich nebeneinander angebracht habe oder aufgehängt habe. Und von den Farben, ja, das sind die gängigen Acrylfarben, alles was so, ja, was mir so über den Weg lief, ne? Also du findest wie immer die Materialliste unten in der Beschreibung. Ja, und lass es fließen. Das Wunderbare am intuitiven Malen ist, wir können auf der Leinwand, an der Leinwand alles ausleben, ja, alles, es ist alles erlaubt. Sei unartig, kreische, ja, tanze, mach einfach alles, wozu du gerade Lust hast. Ja, und hier, ich möchte dich recht herzlich einladen zum Live-Webinar diesen Sonntag ab 18 Uhr. Die Verlinkung ist unten in der Beschreibung. Ja, und da gibt es, wie gesagt, ein paar simple Methoden, um Perfektionismus liebevoll loszulassen. Und es ist ja im Endeffekt, diese große Leinwand lädt ja auch dazu ein, den inneren Kritiker oder die Kritikerin, ja, einfach einmal den Mund zu verbieten. Lass es wirklich mal fließen. Tanze, wenn du magst, zu deinen Bildern. Alles ist erlaubt. Und ich kann dir garantieren, also die Erfahrung habe ich immer wieder gemacht, in meinen Workshops, in den Seminaren, je mutiger du an der Leinwand, auf der Leinwand, in der Leinwand, im Bild arbeitest, umso mutiger wirst du dann auch im täglichen Leben, im Alltag. Das kann ich dir garantieren. Ja, und jetzt hier die dunklen Linien, die du jetzt siehst, die ich gerade male, das mache ich gerne, um mir und, ja, oder über das Bild mir Halt zu geben. Ja, Struktur, Halt, auch wenn es vielleicht jetzt für Außenstehende nicht erkennbar ist. Für mich ist es erkennbar. Dunkle Linien bedeuten für mich immer ein Stück weit Halt, Festigkeit. Und danach war mir gerade in dem Augenblick. Also du siehst, es ist kein Hexenwerk, keine Raketenwissenschaft, was du hier siehst. Nimm dir Zeit, diese Form der Malerei mag keinen Stress. Also das ist etwas, was die Bilder überhaupt nicht mögen. Das ist Stress, schnell, schnell, schnell geht nicht. Also lass dir lieber plane, ja, meinetwegen 3-4 Abende ein für ein Bild. Hoppla, jetzt komme ich selber durcheinander, wenn ich da zuschaue. Ich lasse es drinnen, weil es einfach, ja, so malen wir auch in den Workshops, ja. Das ist, that's life, ja. Tanz ruhig, es sieht dich doch keiner. Ist doch wurscht. Nur das Bild.
Ah ja, und jetzt sind wir bei in der Yogi-Session. Auch das ist möglich. Mir war spontan danach zumute, mich ein bisschen zu dehnen und zu strecken, während ich male. Auch das ist okay. Also, hab viel Spaß und vielleicht sehen wir uns diesen Sonntag. Bis nächste Woche. Pfiat's euch. Namaste.